So, rein damit. Haben wir auf Tatooine auch schon mal die Aufgabe. Angtor finde ich aber gut. Gefällt dem Philipp. Am Tor. Hallo meine Freunde der Inseln und willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars, die Skywalker Saga mit dem Len 16. Und dem Drebo. Hast du gerade gesehen, wie mein B-Wing gelandet ist? Der ist erst gerade gelandet und dann ist er plötzlich umgeknickt. Das war sehr, sehr richtig schöner Bug. Müsst ihr nochmal anschauen, gerade eben fand ich witzig. Vergesst auf jeden Fall nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben und unsere Kanäle zu abonnieren. Ihr habt dafür abgestimmt, dass wir hier in den unbekannten Regionen weitermachen sollen. Also hier in dem Gebiet da oben, bei den vier Planeten sollen wir weitermachen. Und der erste ist natürlich hier Lukes Insel nach alphabetischer Reihenfolge. Da fehlen uns gar nicht mal so viel, muss man sagen. Also wir müssen nur ein paar Steine und ein paar Figuren finden. Also ich glaube, das sollte einigermaßen schnell gehen. Ich habe nochmal Charakter gewechselt und der Len ist plötzlich rausgegangen. Ja, dieser Lichtschimmer, der nervt mich. Der ist jetzt nur noch bei mir! Was ist das? Der Len, immerhin kann der Len nicht sagen, er hätte keinen Schimmer. Hallo, willkommen auf Akto. Wir wären dir sehr verbunden, wenn du davon absehen würdest, unsere instabilen alten Hütten zu zerstören. Ach, warum denn? Ja, wir haben in der Zwischenzeit übrigens wieder ein paar Charaktere gekauft. Also wir haben jetzt insgesamt 280 von 380 Charakteren, also uns fehlen nur noch 100 Charaktere und wir haben noch ein paar Verbesserungen freigeschaltet, aber das ist, wie gesagt, das sind alles solche Verbesserungen, die man, die merkt, wie, keine Ahnung, dass die Granaten im größeren Bereich Schaden machen oder so, was man eigentlich alles, ist zwar so nice to have, aber nichts, was wir euch jetzt unbedingt zeigen mussten, von daher haben wir das mal off Video gemacht. Wer hat die Fackeln hier verstreut? Der Tempel sah so schön aus, als alle Fackeln erleuchtet und an ihrem Platz waren. Sie gehören zurück in den Tempel. Ah, verstehe. Dann nehme ich doch mal die Fackel hier. Len fackelt nicht lange. Ja, und werde sie dem Tempel zuführen. Das ist gut. Ich habe derweil schon mal hier unten ein Höhlenrätsel gelöst. Jetzt müsste man mir nur sagen, wie ich zum Tempel... Ah ja, hier. Natürlich. Man zeigt dir den Weg zum Tempel quasi. Ich habe auch oben mal wieder die Charaktere tatsächlich gewechselt. Also meine Standardauswahl an Charakteren, ein bisschen mehr Abwechslung da reinzubringen. Wann habe ich denn Sam Wessel ausgewählt? Die habe ich doch niemals als Kopfgeldjäger ausgewählt. Achso, das war ein aus Versehen, habe ich die ausgewählt. Wen nehme ich denn stattdessen mit? Ach, nehmen wir mal Greedo ein bisschen mit. Ich mag Greedo. Wir nehmen Greedo mit. So, passt. Einmal mit Greedo hier weitermachen, weil hier mit Greedo können wir nämlich hier gleich diese Kiste hier öffnen. So, und darin... So ist es. König der Löwen zieht auf jeden Fall immer. Aber ich hätte jetzt irgendeinen anderen Film sagen sollen, der überhaupt nicht dazu passt. So, ich brauche eine Fackel noch. Eine Fackel. Eine Fackel. Die letzte Fackel. Na, auch die wirst du finden. Mir ist gerade aufgefallen, es ist gar nicht so clever gerade gewesen hier, ihn hier zu nehmen. Den Greedo zu nehmen als Kopfgeldjäger. Weil ich eigentlich jemanden mit Jetpack will, weil die Jetpacks deutlich praktischer sind. Und ich habe vorhin die ganze Zeit immer Django gespielt gehabt. Deswegen werde ich jetzt tatsächlich nochmal den Greedo kurz wechseln und dafür den Greedo gegen den Boba tauschen. Bist du über mir? Boba Fett, Kopfgeldjäger, Jetpack-Pilot, Zustelldienste. Zustelldienste? Nee, ich bin tatsächlich unter dir. Ich bin ganz ja. Unten bin ich gerade noch. Stimmt, Zustelldienste Rebels, oder? Lange her. Richtig, da war er auch noch klein. Boah! Ich hab mich fall... Oh, shit. Ich hab Porge gefunden. Du hast Porge gefunden. Oh, shit, da muss ich mich an allen dran ziehen, oder was? Oh, nein. Oh, nein, was habe ich hier schon wieder getan? Oh, nicht gut. Nicht gut. Gar nicht gut. Porgelicious. Ja, Porgelicious. Gib dir gleich Porgelicious hier. Uiuiui. Nur nach oben mit dir. Oh Gott, nein. Warum, was habe ich getan, Len? Was habe ich getan? Weiß ich nicht. Ja, ich auch nicht. Das. Aber ich habe immerhin 3 von 6 schon. Ja, ich glaube, zeitlich geht's. Nur, ich hätte gerne noch so ein bisschen Überblick, damit ich weiß, wo ich... Ah, da ist noch einer auf jeden Fall. Den kriege ich von oben hier. Den ich hier geschickt fallen lasse. So, passt. Rechts davon? 4 von 6. Ja, die anderen beiden müssen rechts irgendwo sein. Einer ist auf jeden Fall da schon mal. Ah, ja gut, also muss sagen, Boba war hier auch definitiv die richtige Wahl. Ja. Um diese Mission hier zu machen. Nice. Ach, nice. Passt, wunderbar. Das war ja gigantisch. Das war gigantisch. Hast du schon unsere gefiederten Nachbarn gesehen?
Burgs gibt es hier auf Addo überall. Man gewöhnt sich an sie, sonst hat man hier nämlich nicht viele Freunde. Oh. Verschwende nicht meine Zeit. Wieso? Wieso? Wieso darf ich nicht deine Zeit verschwenden, Len? Nein, nein, wieso ist hier einfach ein random Ding für... Meine Güte. Len ist verwirrt. Ah, das ist vielleicht in der Höhle drin. In der Höhle ist doch safe irgendwas drin, oder? In dieser Höhle ist doch safe irgendwas drin. Es tut mir leid, Len, ich... Ach, das... Nee, das... Warum springt die da drinnen nicht hoch? Doch, jetzt springt sie hoch. Das haben wir doch schon mal gemacht. Ja. Ah, okay. Das ist schon noch was anderes als beim letzten Mal. So. Ich habe meine Seite gemacht. Ich bewege mich. Du musst bewegst nach dich. Unten gehen. Du musst nach unten gehen. Ah, ich gehe nach unten. Ich habe plötzlich beide gesteuert. Okay. Ja, du hast die ganze Zeit beide gesteuert. Ach so, okay. Oh, jetzt wird's fies. Jetzt muss ich springen hier. Du musst beide steuern. Ah, ich muss sogar doppelt springen hier. Ja, du Wahnsinn. Du musst alle drei steuern. Du steuerst immer gleichzeitig alle. Echt? Ja. Bis sie auf dem Ding stehen. Okay. Ich kann dir eine andere Sicht geben, hier. Das ist okay. Ich versuch hier erstmal einfach das hier so zu machen. Achso, da habe ich die andere noch da unten. Oh, eieieiei. Ja, das ist schon meine Lieblingsart von Rätseln, ganz klar. So, da alle guten Singen drei. Was sind wir? Ja, das ist eins von drei. Oh nein, das ist noch viel mehr. Hä? Die ist auf dem Kopf? Ja. Oh Gott! Nein, da muss man ja... Oh shit, oh Gott. Ah, so. Ja. Oh, ist das schon ein bisschen eklig gemacht, das Ganze da an der Stelle, aber... Ach, das ist doch ziemlich einfach. Ah. So, und jetzt holst du bitte das Ding da drin, ne? Ja, ich arbeite dran. Mehr als ein paar Rationen wert. Ja, ich hoff's. So, wo geht's jetzt hier raus? Ey, aber das ist der Stein, den ich haben wollte tatsächlich, den ich nicht gecheckt hatte, wo er ist, glaube ich. Ah, nee, ist nicht der Stein. Hier ist der Eingang zu dem, wo den ich eigentlich haben wollte. Okay. Was ist das? Eine Kiste ist das hier. Eine... Ich hab den Imperator-Klon hier. Bin wieder da. Aha. Hurra, hurra, der Imperator ist wieder da. Warte mal. Was probieren hier? Ja, was denn? Ja, es hat geklappt! Das ist auch eine Fähigkeit, die wir verbessert haben, dass wir jetzt alle Leute hochheben. Oder hatten wir die. Nee, die haben wir vorher schon gehabt, die haben bloß nie genutzt, glaube ich. Dass wir Leute hochheben und würgen können. Aber es ist praktisch, dass es jetzt nicht nur mit Droiden funktioniert. Geht aber leider nur mit Charakteren der bösen Seite, also man kann leider... Das finde ich ein bisschen schade, dass ein Jedi keine Leute hochheben kann. Ich komme jeden Tag hierher, um die kleinen Porks zu füttern. In letzter Zeit lassen sie sich nicht mehr blicken. Ich denke, der Lärm auf der Insel verschreckt sie. Diese Feiglinge verhungern lieber, als aus ihren Verstecken zu kommen. Wenn man sie nur irgendwie herauslocken könnte. Aber Porks vertrauen nun mal nur Porks. Vielleicht kann sich einer von uns als Pork ausgeben. Mit genug Porkfedern riechst du bestimmt wie einer. Lynn macht einen tollen Pork, bin ich mir sicher. Die ganze Insel ist voller Porkfedern. Sammel genug, bis du ganz von Porkgeruch umhüllst. Hm. Solange dann kein Wookie kommt und versucht dich zu braten, Lynn, ist alles gut. Der Porkschutzverband. Ich hätte mir markieren sollen, das wäre hilfreicher gewesen. Eine Porkfeder. Na gut. Noch eine Porkfeder. Dann mache ich was anderes. Eine Porkfeder. Hast du eine Idee, was ich hier machen muss? Alle Nanai kennen Geschichten von der Frosthöhle. Angeblich wurde sie vor langer Zeit verschlossen und darf nicht geöffnet werden. Für mich klingt das geradezu wie eine Aufforderung an Grabräuber. Aber da niemand nach Akto kommt, ist die Höhle wohl sicher. Da haben sie uns noch nicht kennengelernt. Ich habe keine Ahnung, was du machen musst. Ich hab mich auf vier Dinger draufstellen. Das habe ich auf jeden Fall gecheckt hier. So, da ist noch eins hier. So, ist die Frage, wo das letzte ist von den Dingern. Ah, ich habe das letzte auch gesehen. Easy. Nein, nicht easy. Nein. Nein, ich bin den ganzen Berg runtergegangen. Oh, ich habe nämlich den Berg wieder hochgebackt. Sehr gut. Nein, 5 Sekunden. Ey, wenn ich das noch schaffe, bin ich der Beste. 2 Sekunden. Nein, nein. Ich stehe noch drauf. Ich stand drauf. Ach, Mann. Das ist beschiss. Ich stand drauf. Oh, Mann. Oh, das war gemein. Ich war sowas bitter. Von drauf gewesen. Das war richtig bitter. Ah, Betrug war das. Betrug. So, haben wir es aber auch hier. Mann. Sowas von drauf war ich da. So, dann holen wir das Kackding halt. Ich hab die letzte Fackel. Du hast die letzte Fackel, Len, das ist gut. Ich hab die letzte Fackel. Das ist gut. Ich hab leider nicht den Höhleneingang gefunden.
Da oben waren wir aber schon. Ah ne, da war das Rennen. Habe ich das Rennen damals gemacht gehabt? Oder ist irgendwas anderes auch noch oben? Also ich muss sowieso nochmal hoch. So, ich habe mittlerweile auch den Java hier ausgerüstet als Spezialisten für Netzwerfer. So, Günther, dann mach hier mal was. Oi. Alter, der Günther Netzer, den habe ich lange nicht mehr gebracht. Ja. Ah, du hast Ahsoka genommen. Ahsoka ist cool. Hm, ich weiß. So, da geht's weiter nach oben. Buh, Licht und Dunkelheit. Moff Gideon ist übrigens einer der coolsten Charaktere, weil er schießen kann und ein Lichtschwert hat. Also, ja, eine Dunkelklinge hat. Ich zähle es mal als Lichtschwert. So, hier müssen wir noch weiter nach oben, ich glaube, ja, hier. Ich zähle das mal als Lichtschwert. Ich zähle das als Lichtschwert. Aber er kann sich nicht zu Sachen ziehen, glaube ich. Das kann er tatsächlich nicht. Das ist echt da oben. Ah ja, das ist doch das ganz oben. Ist das. Die Herausforderung haben wir anscheinend auch noch nicht gemacht gehabt. Oder das Rennen, besser gesagt. Na gut, dann mache ich das jetzt halt, wenn ich hier schon da bin, Mensch. So. Schauen wir mal, ob das klappt hier. Ah, das ist eine Java-Flugmittel. Oh Gott. Uiuiuiui. Wollen wir abbrechen. Wir machen schon mal den Flieger auf jeden Fall bereit hier. Wenn wir den Flieger da noch nicht bereit haben, dann müssen wir nämlich erst aufbauen. Und dann wird es natürlich zeitlich knapp. So, verwenden wir ihn mal. Oh, ich habe 5 Sekunden Zeit, um den Kaiberstein zu bekommen. Go for it. Okay. Wie lange muss ich den überhaupt bekommen? Wup, wup. 1, 2, 3 und 5 Sekunden? Geschafft? Nee, 5,5. Oh, die Wurfhaken-Experten springen öfter mal in die Luft, um nah genug an ihr Ziel heranzukommen, bevor sie den Wurfhaken abfeuern. Ich bevorzuge eher Aufgaben, bei denen ich sicher auf dem Boden bleiben kann. Oh, Lenda hat was gefunden. Ah, das war noch eine von den Federn, hast du, von den Porkfedern hast du was gefunden, oder? Ah, okay. Dann mach du ruhig deine Quest weiter. Bei mir ist da... Ich schau dir aber gern zu. Aber dann fühle ich mich so... Alter, Kamera, wirklich! Was ist denn das für ein Start schon wieder? Kamera, 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 Kamera. So. Oh, 5 Sekunden auf! 5,0! Wupp, wupp. Das war knapp. 5,0. In dem Fall ist 5 gewinnt und nicht 4 gewinnt. So, ich lande direkt mal da unten tatsächlich, weil da direkt noch was ist hier. Ah, da müssen wir mal wieder Fußball spielen. Oh, das haben wir auch lange nicht gemacht. Oder Machtball oder so. Ups, du hast natürlich. Du hast hier keine Macht. So, der olle Imperator, der olle Machtballer hier. Balla, balla. Balla, balla. So, rein damit. Haben wir auf Tatooine ja auch schon mal die Aufgabe. Angtor finde ich aber gut. Gefällt dem Philipp. Amtor. Eieieiei. Ich wollte mal Tita, weil da sonst gerade keiner von uns in der Nähe ist. Wo ist die letzte Feder? Die ist doch bestimmt federleicht zu finden, oder? Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. So, 12 Meter, 10 Meter, ich müsste eigentlich direkt dran sein. Ach, der ist einfach nur da. Ja, gut, okay, der ist machbar hier. Ist die ganz da oben? Nee, ist ganz da oben, oder? Natürlich ist die ganz da oben, Len. Ein neues Artefakt, das ich irgendwo in der Galaxis verstecken kann. So, was verstecke ich denn hier? Die nächste. Ah, da versteckt sich der nächste Kyberstein. Yep, da ist die Feder. Oh, Len hat wieder eine Feder. Die letzte. Mhm. So, ist hier noch was drin? Ach ne, ich bin in der Jedi-Bibliothek drin. Das war nur die Jedi-Bibliothek, in die es mich da gerade rein verschlagen hatte. Der Imperator muss noch etwas klettern hier. Hätte ich natürlich jetzt auch etwas abkürzen können. Schnüffel! Ja, ich dachte, glatt wärst ein riesiger Pork. Ja, das sollten genug Federn sein. Mit diesem Duft. Solltest du dich den Porks nähern können. Ohne dass sie davonfliegen, finde sie und führe sie zu mir. Ich habe ein großes Fass Fisch für sie vorbereitet. Len ist derweil hier zum Porkführer mutiert. Ich hab den Pork gehört. Ich auch. Hier! Da ist ein Pork. Schauen wir mal, ob ich das schaffe, die Mission mal wieder deutlich abzukürzen. Nein! Aber fast. Ja, da wäre ich mir nicht so sicher, ob das nicht nochmal passiert. Da muss ich jetzt heimbringen, den Pork. Kann er mir folgen? Ja, kann er. Ah, so kürzt man Missionen ab. Nice! Einmal den Angelausflug hier gegönnt. So, Len ist noch mit seinen Porgies beschäftigt. Hm. 1 von 5. Pack die Banane. Hallo, Porgy. Pack die Banane wieder ein und dann nehmen wir hier. So. Kann ich 2 Porgies gleichzeitig haben?
kannst sie alle haben, Len. Du kannst sie alle haben. Ah ja. Ich hab einen Porgy verloren. Da ist ein Nein, Porgy. Len. Nicht die Porgys verlieren. Ah, jetzt habe ich zwei Porgys. Oh, okay. Weil der Mangelzeit eben hier hochziehen kann. Ah, jetzt haben wir den Weg nach oben gefunden wieder. So, oh, wer bist denn du hier? Was bist denn du hier? Aber zu dir will ich gar nicht. Du kannst da ruhig bleiben. Jetzt das Ding auf jeden Fall auf meiner Höhe, aber... Ah! Ui! Ja, ui, 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 ui. Haben wir hier aber... Ah, da. Gefährliche Operationen machen hier. Klippe und klar. Klippe und klar. Ich klippe mal hier rüber kurz. Nein! Er hat die Waffe noch nach oben gestreckt, aber er hat sie nicht genutzt. Super. Was habe ich überhaupt dabei, Unfähiger? Okay, wo gehen wir als nächstes hin? Gucken wir mal den da als nächstes. Der andere ist schon wieder unten, wenn ich jetzt hier gerade eh schon oben bin. Würde ich den dann mitnehmen? Der ist nämlich nicht weit weg hier. Der ist nämlich direkt hier auf der Seite irgendwo. Außer Len holt den gerade. Wenn er in der... Was? Ah, ne, ich sehe den Stein. Nice, direkt drin gelandet. Felsiger Spalt haben wir hier noch gerade geholt, das ist gut. Wo ist der Porg? Wo ist der Porg, Len? Ja, da ist er. Hat der Len den Porg gefunden? Ja. Das ist nicht der Porg, den ich suche. Einer ist dir hinterhergelaufen. Nein, geh weg, lass mich in Ruhe hier, Porg. Nichts mit euch genau, zu tun haben. Genau, mach du hier weiter. Nee, ich wollte eigentlich nur hier die Sachen hier holen. Ja, meine ich ja. Also. Ich hatte hier angefangen, du musst die Sachen schieben. Ich muss mir nur das Ding hierher holen und dann kann ich da oben drauf springen. Ja, ich glaube, der reicht. Ein Kinderspiel für den einzig wahren Imperator. Das denke ich auch. Ah, okay. Gab aber noch ein höheres. Okay. Ich habe irgendwas gefunden hier. Ich habe ein Lenkrad gefunden. Gut. Brauchst du ein Lenkrad? Ich habe ein Lenkrad gefunden. Ich wollte eigentlich wollte ich nur, eigentlich wollte ich nur hier in die Höhle hier rein. Ach, das ist kein Lenkrad, das ist ein Zahnrad, das ist das für da oben. Ah. Oh, da brauche ich aber einige Zahnräder hier. Da brauche ich bald einen ganzen Zahnarzt hier, um das wieder zu reparieren. Ja. Ja, um Zahnräder zu reparieren, braucht man einen Zahnarzt. Wusstest du das, Len? Ja. Ja. Len wusste es. Und er hat es mir nicht gesagt. Len hat Geheimnisse vor mir, wie kann er nur? Ah, das ist nichts so mit den Dingern. Drabo ist wieder in der Stimmung, ganz gefährlich. Oh boy. Ah, da oben können wir noch drauf schießen, um das Ding zu aktivieren wahrscheinlich dann. Da kann ich durch? Ah ja. So, einen dritten brauche ich jetzt aber trotzdem noch. Da ist noch was. Da ist das dritte Zahnrad bestimmt. Da muss ich hoch? So, jetzt einmal kurz das Lichtschwert werfen da oben drauf und dann sollte das eigentlich aufgehen hier. Oder? 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 Geh auf, geh auf, geh auf. Ja, da bewegt sich was, da bewegt sich was. So, Porgys, kommt zu mir. Wupp, wupp. Das ist dem einzig wahren Imperator würdig. Auf jeden Fall. Da kommen sie angerannt. Ja, Porgys. Süß. Der Len und seine Porgys hier. Das sind alle. Sieh sie dir an. Die hätten ohne was Anständiges zu essen nicht mehr lange durchgehalten. Danke für deine Hilfe, Fremder. Ich dachte, die Porgys sind anständiges Essen. Der Porgschutzverband. Sehr gut, sehr gut. Als würden wir ohne den Porkschutz verdammt Verband machen. Ach Gott, das ist das Rätsel, wo ich mich vorhin schon davor gedrückt habe. Ah, warte mal, da rechts oben ist was. Links oben ist das andere. Wir müssen wahrscheinlich wieder relativ schnell nacheinander die beiden Sachen machen, wie ich das hier so kenne. Kann man oben rumgehen? Ah, man hat 8 Sekunden Zeit. Das sollte aber reichen, um rumzukommen hier, oder? Ja, das reicht locker. So. Auf den ersten Versuch hat Dramo das hier direkt aufgemacht. Hat er. Fehlt mir aber echt mittlerweile, dass die... Dass die Kopfgeldjäger das hier machen können, das fehlt mir echt. Wir haben übrigens auch so eine lustige Drohne jetzt hier mit dabei, die jetzt noch mitkämpft hier bei dem... Bei den Schurken hier, bei den Bösewichten. Ein wildes Len kommt vorbei. Hi. Hi Len. Bye Len. Das ist der, wo ich vorhin verzweifelt von unten versucht habe, ihn zu bekommen und einsehen musste, dass ich ihn nicht bekomme. Der Bergrutscher ist wieder am Start. Der Berg rutscht. Dann ist nicht der Bergdoktor, sondern der Bergrutscher. Es sollte einen Jedi mit Jetpack geben, das wäre nice. Wir haben Essen, wir haben Feuer und wir haben unsere beschwingte Musik.
Warum tanzen uns also nicht alle? Kannst du ihnen helfen, in Stimmung zu kommen? Damit es eine echte Party wird, brauchen wir mindestens 5 Tänzer. Ja, was für eine Überraschung. Tanzparty, Len. Tanzparty. So. Ups. Gibt's denn überhaupt noch irgendwelche Sachen hier auf der Insel, die man so holen kann? Es fehlt tatsächlich ein einziges Puzzle nur noch, Len. Ich würde mal sagen, das nehme ich hier direkt an, die Mission hier. Rein in den Kasten. Und tanzen. Oh, Len ist am Dancen hier. Ah, jetzt tanzen sie. Die Bolognese. Ich glaube, es gibt Fisch. Ah, das könnte auch der Stein gewesen sein, den ich gerade auf der Karte noch... Nee, ich hatte ein Puzzle. Du hast ja eine Mission gemacht. Warum ist es mir nicht markiert? Du machst gleich die nächste Quest weiter, oder? Weiß ich nicht. Ach, das wollte erstmal gucken. Das war das. Ich wollte erstmal gucken. Nee, du hast es gerade abgeschlossen, tatsächlich. Das war beides quasi. Ich wollte erstmal gucken, was hier abgeht. Okay. Der Len geht im Zweifelsfall ab. Soll ich sprechen? Ja, mach ruhig. Ich hätte so oder so. Nee, passt. Mach ruhig. Du da! Haben wir es dir zu verdanken, dass unsere Schubkarren jetzt nur noch Schrott sind? Denkst du etwa, diese Schubkarren wachsen auf Bäumen? Von wegen, die müssen mühsam zusammengebaut werden. Und zwar von mir! Verstehst du jetzt, warum ich sauer bin? Da das alles deine Schuld ist und du keine Ruhe gibst, kannst du dich auch nützlich machen und Material für mich besorgen, hm? Was ist? Gut. Und damit sowas nie mehr passieren kann, musst du mir ein Material besorgen, das unzerstörbar ist. Obsidian. Damit baue ich ultimative Schubkarre. Wo man Obsidian finden kann? Oder soll ich das wissen? Wahrscheinlich bei einem Lava-Planeten. Ich war noch nie woanders als hier auf Arcto. Hör dich doch mal in diesen ach so tollen Raumhäfen um. Ah, natürlich gibt's auch hier wieder eine Mission, die uns runter von der Welt führt. Schubkarren schmarren. So, hör dich im Raumhafen von Mos Espa nach Obsidian um. Das machen wir doch direkt. Sorry, ich wollte nur kurz gucken. Ja, es fehlt. Das ist tatsächlich die letzte Quest, die wir hier noch machen müssen. Ja. Also, ab nach Tatooine, wo wir vorher schon waren. Einmal kurz nach Mos Espa. Immer in den Raumhafen und dort uns umhören, ob wir da vielleicht was zu Obsidian finden. Ich finde den B-Wing übrigens sehr cool. Wir müssen am Ende eh nach Mustafa. Ja. Den B-Wing. Der ist auch einer, der immer mit Torpedos mit dabei hat mir der Chat geschrieben. Deswegen ist der B-Wing einer der beiden besten Flieger tatsächlich im Spiel. Und ich mag den ja auch geil. Ich habe den ja auch als Modell hier. Mal gucken, ob der das Landen wieder so verkackt, der B-Wing, wie vorhin. Und? Ja! Klonk! nee, der klappt bloß so schnell zusammen. Ja. So, was hast du uns zu sagen? Ihr wollt wissen, wo man Obsidian findet? Es gibt da diesen Typen in Mos Espa. Der ist angeblich Experte für sowas. Vielleicht weiß der was. Er hängt bei Wattus Laden rum. Also ich tippe immer noch wieder Len 16 auf Mustafa, dass es uns dahin verschlagen wird. So, da ist der Kollege. Obsidian? Das bauen sie auf Mustafa ab, oder? Aber wenn ihr dorthin fliegt, seid auf der Hut. Ich habe gehört, dort geht es ziemlich heiß her. Aha. Also. Auf nach Mustafa. Überrascht. Irgendwie haben die meisten Missionen haben uns bis jetzt, glaube ich, nach Mustafa geführt, oder? Wir waren jetzt 3-mal Mustafa, glaube ich, für Missionen. Ja, Mustafa ist schon häufig gewesen. Ja. Muss da hinfahren. Nee, wir Mustafa. Nicht Mustafa, sondern Musterflieg. Musterflieg. Ich habe heute Kenobi angefangen. Du hast mit Kenobi angefangen mit der Serie, und? Ja. Der erste Eindruck? Perfekt, okay. Oh, okay. Das überrascht mich, aber freut mich auch, dass es dir gefällt. Überrascht dich? Ja, sonst bist du immer negativ eingestellt irgendwie in Star Wars. Ja, aber das ist Kenobi. Das ist Kenobi, okay. Hallo Lichtschwerter, Kenobi. Lichtschwerter. Wenn ihr Obsidian sucht, seid ihr hier richtig. Wir bauen das Zeug hier tonnenweise ab. Aber nehmt bitte nicht zu viel. Wir müssen alle unser Pensum erfüllen. Alles klar, Chef. Alles klar, Chef. Dann lass uns mal Obsidian suchen. Also 2 habe ich schon gefunden hier von 10, die wir hier insgesamt suchen müssen. Ah, Hilfe. Der Rest soll hier auch hier irgendwo sein. Aber ich glaube nicht hier oben drauf. Ich glaube hier oben... Nicht eher ein bisschen. Ah, doch, da ist es. Das wächst so an der Wand. Das ist so orange. Da ist es immer drin, in so orangen Dingern an der Wand. Ding, ding. Ding, ding. Wo geht's denn da runter? Irgendwo geht's immer runter, Len. Irgendwo geht's immer runter. Oh. Ja, den kannst du auch mitnehmen. Hups. Also, wenn du ihn schon siehst, dann kannst du ihn auch mitnehmen. Ja, hups. Viel Vorsprung. Hups, einfach reingefallen. Viel Vorsprung. Ja, irgendwann müssen wir ihn sowieso holen, von daher. Also, wenn er so, also...
Dann nehmen wir ihn auch mit hier. Oh Mann! Hey Len, wie funktioniert die Leiter? Oh. Leider keine Ahnung. Nein, nein. Was? Nein, ich hab schon gehabt und dann bin ich runtergefallen. Aber immerhin habe ich es geschafft, die Leiter zu benutzen. Bravo. So, wo ist mein Obsidian? Ach, da ist mein Obsidian. So, einmal abbauen hier, bitteschön. Das hätten wir auch. Gucken wir mal, wo wir den Rest noch finden hier an Obsidian. Ich hab eben schon wieder aus Versehen so ein Mission-Ding anvisiert. Das wollte ich doch gar nicht hier. So, 1, 2, 3. So, jetzt habe ich es aber safe aufgesammelt hier. So, jetzt aber schnell wieder zurück zur Schubkarren-Tante. Hast du Obsidian? Dann gib her. Ja, damit kann ich die ultimative Schubkarre machen. Eine robuste, glänzende Karre. Von der Felsbrocken abprallen. Wie Gummibälle. Haha. Yo, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Du hast nur 9 gegeben. Ich bin dir zu Dank verpflichtet. Dank dir müssen wir jetzt keine Angst mehr vor rücksichtslosen Jedi-Azubis haben. Sehr gut. Neue Aufträge freigeschaltet in der Mustafa. Minen auf, Minen-Dingens da. Prätorianergarde haben wir übrigens auch freigeschaltet. Und da schauen wir hin, da haben wir tatsächlich 100% auf der Tempelinsel geholt. Das war flott auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du dir das Video bis zum Schluss angeschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem solltest du unbedingt unsere Kanäle abonnieren, dann verpasst du in Zukunft keine Videos mehr. Da oben kommst du dann auch schon zum nächsten Video dieses Projektes und da oben kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus!